Ja, Halli, hallo, Hallöle, zurück bei Rock. Zusammen mit Schnitzels Gameplay, da steht er. Servus. Miteinander. Grüß Gott. Ihr seht's, hier unten im Inventar, es gab ein Update, da hat sich was getan. Wir haben zum einen unseren Schraubenzieher und zum anderen, was ist das? Ah ja, ein Hämmerchen. Hat man jetzt Du von hast einen Hammer? vornherein? Ja, ich habe einen Hammer. Nicht. Okay, dann kommen wir, damit ist das Positive beendet, kommen wir zum Negativen. Ihr seht, ich habe einen Hammer, ich habe Sachen, die Schnitzel nicht hat. Liegt daran, weil mein Charakter gelöscht wurde. Und zwar nicht von mir. Unser Server wurde gekillt. Auch nicht von uns. Und damit fängt der Ärger an. Ja, man muss aber dazu sagen, war ein öffentlicher Server, wo wir zuletzt drauf waren, das haben wir gesagt gehabt vor ein paar Folgen. Der wird zwar angezeigt, aber irgendwie drauf joinen können wir nicht. Der hat irgendwie das gleiche Problem wie der Server, den wir hier haben, wo wir jetzt wieder drauf sind, was wieder geht. Allerdings wieder bei Null stehen. Und das ist wieder mal nicht zufriedenstellend. Nee, gar nicht. Also für ein Spiel, jetzt mal ohne Scheiß, für ein Spiel, wo man richtig Geld für zahlt, das kann es nicht sein. Ja, das ständig alles, und es dauert ja auch wirklich, bis man den ganzen Kram gebaut hat, bis so eine Basis mal steht. Diese ganzen Spielstunden sind alle weg. Genauso ist Das es, ist das ist. Ärgerlich. Und das ist insoweit ärgerlich, dass mit diesem Update, das jetzt gekommen war, ich gehofft hatte, dass die Probleme endlich beseitigt sind. Ja, die Probleme, die eigentlich, die wir, ihr habt es ja mitbekommen, die letzten Folgen. Es war ja immer wieder so, dass wir ein paar Probleme hatten, hinsichtlich. Ach, super, da komme ich nicht hin. Hinsichtlich mit Serverabstürzen, mit der Spielperformance an sich und so weiter und so fort. Da kam aber gar nichts in die Richtung. Also ein paar Kleinigkeiten, ja, aber jetzt nichts, was die Probleme, die wir tatsächlich hatten, betroffen hat. Da war ja null. Richtig. Also wurde im Endeffekt gar nichts gefixt. So, Also, jetzt müssten wir wieder bei null anfangen. gar nichts stimmt ja auch nicht wirklich. Es sind ein paar Sachen gefixt worden. Zum Beispiel, wenn man mit der Crowbar was abgebaut hat, ist der ganze Server abgestürzt. Ohne Scheiß. Man konnte den Server damit killen. Hallo? Das ist jetzt gefixt worden. Aber Immerhin. eben nicht alles gefixt worden. Ja. Und wir haben halt das Problem, dass wir jetzt wieder ohne Basis dastehen. Und die Sachen, die uns wichtig sind, sind nicht behoben worden. Stattdessen gibt es jetzt hier so ein Chat-Menü, was man per Tab anschalten kann. Das ist nicht Sachen, wo auf die es mir ankam, ehrlich gesagt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Schnitzel, was wollen wir damit sagen? Ja, was wollen wir damit sagen? Ist relativ simpel. Wir haben uns unterhalten, wie soll es mit Rock weitergehen? Wollen wir das Ganze durchziehen? Die ganz klare Meinung war eigentlich nein, weil es einfach nur frustriert. Was aber im Endeffekt nicht heißt, dass das Projekt Rock komplett gestorben ist, sondern wir eigentlich zu der Entscheidung gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir hauen hier einen Stopp rein. Wir schauen uns das Spiel über die nächsten Wochen, Monate an. Die nächsten Updates, die so kommen, werden dann auch mal wieder einen Test starten, dass wir mal wieder spielen und dann einen neuen Anlauf nehmen, wenn diese Hauptprobleme einfach gefixt sind. Weil ich denke, das ist unstrittig, meiner Meinung nach, dass das Spiel Potenzial hat, prinzipiell. Unbedingt. Aber dieses Potenzial kann man momentan überhaupt nicht ausschöpfen. Und das ist eigentlich schade, muss man sagen. Und wir werden das einfach pausieren. Nennen wir Richtig, es mal pausieren. sonst machen wir uns nämlich die Lust darauf kaputt. Genau, und das möchte ich eigentlich nicht. Und das gleiche gilt eigentlich auch für Azraq, so sind wir verblieben, dass wir jetzt wirklich gesagt haben, okay, wir hauen jetzt hier einen Stopp rein. Wir wollten aber nicht einfach aufhören, sondern haben gesagt, okay, wir machen noch ein Völkchen, ein klitzekleines Völkchen, erklären das Ganze kurz, was ist jetzt eigentlich Sache, was ist passiert. Genau, ist mehr so ein Info-Video, ja, weil Genau. wir hätten ja auch gerne unsere Basis gezeigt, die ist ja auch nicht mehr da. Also es ist eine Katastrophe eigentlich. Richtig. Und deswegen. Es ist noch zu sehr Alpha. Meines Erachtens ist, das muss ich auch mal so ganz deutlich sagen, meines Erachtens ist es zu früh draußen. Also wenn ich richtig Geld dafür zahlen muss, dann muss es stabil laufen.
Das ist das Minimum, was ich erwarte. So ist es. Und es ist ja nach wie vor wohl immer noch nicht so, dass der Singleplayer wirklich läuft. Also zumindest der letzte Stand war das. Jetzt nach dem Update habe ich es noch nicht probiert. Deswegen, es kann sein, dass sie es auch gefixt haben. Allerdings war nichts davon wirklich in den Changelogs zu lesen, ja, dass es gefixt wurde. Aber die ganze Zeit war es so, dass es nicht möglich war, den Singleplayer überhaupt zu starten, geschweige denn ein Spiel zu hosten, einen eigenen Server. Das war überhaupt nicht machbar. Also es hat nicht funktioniert. Ja. Warum auch immer. Wir haben es mehrmals versucht. Also wir würden gern an ROG dranbleiben, allerdings warten wir jetzt erstmal ein paar Updates ab, bis sich das Gameplay ein bisschen erholt hat, bis da ein bisschen mehr Liebe ins Spiel reingeflossen ist, sage ich mal, und wir auch die Chance haben, euch als Zuschauer einen realistischeren Eindruck von dem Spiel geben könnt. Im Moment können wir nur sagen, es ist richtig unfertig. Ja, ja. Weil es macht auch keinen Sinn und ich denke, da stimmt ihr uns zu, dass wir nicht hergehen können und alle 5-6 Folgen fangen wir von null an. Also und ihr seht immer wieder das Gleiche. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Das ist totaler Quatsch. Und deshalb hier erstmal die Pause rein. Erstmal abwarten, wie die weiteren Updates dann sind, wie der ganze Verlauf ist. Dann, richtig, wie gesagt, werden wir es uns mal anschauen. Zusammen einfach vielleicht im Stream, wenn wir ein paar Stunden mal spielen, mal angucken. Und dann sehen wir weiter. Und wenn es dann dementsprechend stabiler ist, dass es Sinn macht, dann werden wir das wieder starten. So ist der heutige Stand. Alles andere für die Zukunft dann zeigen. Ja. Ich nehme noch mal einen schönen Spiegeleffekt mit, wo der Hammer sich sozusagen an der aufgehenden Sonne bricht. Das ist sehr schön gemacht. Das ist nur mit dem Hammer. Wenn du einen Hammer hast, dann musst du... Oh, das sieht... Das ist noch mal wenigstens noch mal was Positives, was Schönes mitnehmen. Das ist ein schöner Effekt. Gefällt mir. Warum habe ich keinen Hammer? Warte mal, warte mal. Vielleicht kann ich ihn dir geben. Warte mal. Wie lege ich den aus der Hand? Wie komme ich in mein Inventory eigentlich? War doch Inventory, oder? Wie vielleicht? Ja, hatte ich auch gedacht. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon, aber da ist der Hammer nicht drin. Naja, der ist doch unten in deiner Stellzugriffsliste. Ja, ja, den habe ich rausgenommen. So, und wie gebe ich ihn jetzt? Nein, eigentlich nur in der Kiste. Okay, dann, naja. Egal. Ach, egal. Was soll's, scheiß drauf. Ja, ihr Lieben, wir verabschieden uns hier. Wir verabscheuen uns, hätte ich schon beinahe gesagt. Wir kommen wieder, wenn's die Mechanik auch hergibt. So verbleiben wir erstmal. Genau so ist es. Und gehen ohne Gram, sag ich mal, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir bleiben neugierig, wir bleiben hungrig, aber wir wollen nicht in schlechtes Essen beißen, sondern wir wollen euch gute Kost servieren und dazu lassen wir das Gericht noch ein bisschen köcheln. Dafür können wir ja aus dem sagen, Aslak, 7 Days, die Alpha 16, ist ja nicht mehr allzu weit jetzt die Stable, ne? Da kommt ja Ersatz. Ah, ich höre mein Hardcore-Event rufen. Alles klar. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es tut uns echt leid. Wir hätten euch gerne eine richtige Folge gezeigt, aber ich denke, damit müssen wir das so machen, wie wir es jetzt besprochen haben. Wir pausieren hier und werden an anderer Stelle nochmal ansetzen. Also bis dahin, ich verabschiede mich und übergebe Schnitzel die letzten Worte. Bitteschön. Ja, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben alles dazu gesagt. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal in irgendeinem anderen Video oder vielleicht auch irgendwann wieder bei ROG. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.